Spannend wird es heute werden. Wir kommen nämlich zum Doppelkirschen Cup 200 CCM und das Ganze mit Kamek. Wir sind wieder am Anfang der Charaktere. Ich habe so einen Durchlauf gemacht der drei unterschiedlichen Charaktere, die es auch hier gibt. Falls du eine Folge wieder nachschauen möchtest, findest du die in der Mario Kart 8 Deluxe Playlist. Und das ist meine Zusammenstellung hier. Ich habe die irgendwo im Internet jetzt mal aufgefasst und oder in Antwort aufgeschnappt und werde die jetzt mal testen. 200er CCM. Das Chaos kann beginnen oder wird das was Gutes? Wir wissen es nicht. Und ja, ich weiß ja nicht, ob diese Zusammenstellung mehr für 150 CCM jetzt mehr geeignet ist oder mehr für 200er. Das finde ich jetzt hier auch ein wenig heraus. Okay, hier kommt der Kamek. Ja. Kamek auf dem Fichtenbock. Ja, ich weiß nicht, wieso ich immer in die Krabben reinfahre. Essen kann ich die ja da gerade nicht. Oh shit. Ja. Heftig, heftige Kurve. Heftige Kurve hier. Okay, ich weiß gerade nicht, was ich mache. Ich möchte einfach am besten, keine Ahnung, tauchen gehen. Ja, boah, es geht so ab hier auf der Strecke. Ich weiß noch im Livestream, hey, auch, habe ich nur am Schluss aufgeholt. Ja, Alter, ich fahr einfach raus. Kamek, was ist los? Was ist los? Ja, das ist los. 60, okay. Ich meine, der Computer, der spielt ja auch recht gut. Boah. Das ist ja ein Höllentripper gerade. Kann ich hier die Abkürzung auch so nur normal machen? Ja, ich glaube, mit einem guten Drift oder so könnte man da vielleicht auch noch durch. Boah. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt so Schwierigkeiten habe. Vielleicht ist die Zusammenstellung nicht gerade optimal für 200er CCM. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich ja noch Glück und hole auf. Oder ich fahre gerade ziemlich komisch. Und mein Start, der missglückt mir hier komplett. Aber wie schon gesagt, wir schaffen das, wir schaffen das. Wir haben ja noch ein Fragezeichen mitgenommen. Erster. Ja. Okay, okay. Jetzt flitze ich richtig ab. Seht ihr das immer, wie seine Kappe da, seine Mütze da so umwinden ist manchmal. Das ist dann, wenn ich den super High-Speed Comic-Speed hier habe. Ah, oh, Blopper, ich sehe nichts. Nicht jetzt. Geh weg. Wisch, wisch. Nein, vor dem Ziel. Oh mein Gott. Wow. Okay, das war wahnsinniges Glück, ey. Was für ein Glück war das denn? Die ersten zwei Runden, hey, mega, mega am Zittern gewesen, mega schlecht. Und jetzt gegen den Schluss noch knapp, hey, geschafft, ey. Wow. Also ich glaube, ich hätte wahrscheinlich nochmal von vorne begonnen, wenn das jetzt nicht geklappt hat. Weil ich meine, auf der ersten Strecke, wenn man da irgendwie ein schlechtes Ranking da erzielt, dann, ja, das ist nicht so gut. Komm, neu starten eigentlich, aber ab hier, da muss man das durchziehen. Let's go. Klar, wenn man natürlich die drei Sterne haben möchte, dann muss man neu starten. Da kann man einfach so durch. Das sieht der Dings, diese Pfützen sehen hier mega speziell aus. So. Vielleicht lässt nämlich Kamek doch nicht im Stich. Ja, aber wir fahren ja hier 200, ne? Sehr schön, sehr schön. Du bringst mir Glück, Kamek. Jawohl. Es kommt vielleicht auch ein bisschen auf die Strecke drauf an, ne? Auf der hat man eigentlich schon recht viel Platz hier zum Driften. Bei der anderen Los Angeles Strecke war das ein bisschen krass. Schon wieder dieser Blopper, geh weg! Ich meine, was ist das hier? Man sieht einfach die ganze Zeit hier nichts hier. Aber ich glaube, ich kann das sein, dass wenn man über den Turbostreifen fährt oder einen Pilz benutzt, dass dieser Tintenfleck da verschwindet, der von diesem Blopper. Ja, toll. Ja, toll. Ja, das ist gut gewesen. Ja, seht ihr? Danke, Blitz. Durch den Blitz hat mich die Blusche eigentlich gar nicht richtig erwischt, weil ich noch den Treffer des Blitzes hatte. Ich wollte eigentlich was ausprobieren. Ich wollte die Bananen schon nach vorne werfen und dort reinfahren. Und wenn der Blitz kommt, ich da keinen Effekt abbekomme. So. Wow, Scheiß. Ich habe einen mega Vorsprung. Schaut mal unten rechts auf der Karte. Ich rede die ganze Zeit und ziehe da irgendwie mega ab gerade. Okay.
Okay, aber mega Vorsprung. Und Blushell wäre wieder gekommen. Interessant, interessant. Weil wie schon gesagt, ich meine, wenn ich auf den krassen Strecken oder so die Combo teste, dann kann es natürlich schon sein, dass man auch ein bisschen Schwierigkeiten hat. Aber irgendwie läuft das sehr gut gerade. So, Cooper Cap. Ja, da wird es jetzt wahnsinnig zu untergehen. Da habe ich sogar auch hier aus meinem kleinen Short-Video so einen kleinen Auszug da gezeigt, wie das abging. Oh, Turbostart. Ja. Gut, ich habe ihn eigentlich ein bisschen leicht abgebrochen. Weil sonst hätte ich ihn gefällt. Oh. Ja, komm, jump mir da wieder hoch. Kommen wir über so ein super nicer Speed hier rüber. Da können wir auch da dazwischen. Hier geht's ab, hey. Hey, ich versinke ja mit meinem Käfer. Seht ihr das? Ich bin so irgendwie im Wasser komplett gewesen mit dem Vorderteil. Sieht noch lustig ausgesehen. So. Da kann man ja auch abkürzen rechts, ohne dass man hier nach oben geht und Zeit verliert. Nice. Hey, läuft gar nicht mal so schlecht. Läuft immer besser und besser. Das ist natürlich klar, wenn man natürlich die Strecken im Stream trainiert hat, dann läuft das schon besser. Ja, das wollte ich jetzt nicht, aber das hat gut geklappt. Manchmal passieren ja lustige Dinge, die man eigentlich gar nicht machen möchte und das klappt trotzdem. Okay, läuft richtig gut gerade. Habt ihr das gesehen, wie schön ich um die Kurven kam? Halleluja, also im Stream bin ich da irgendwie krass rumgehopst. Okay. Okay, ich hole mir jetzt extra den Sprung hier noch links, einfach so. Ja, ja, das zieht einem da auch ein bisschen weiter nach vorne. Und hier links mehr bleiben. Da auch ein bisschen mehr links. Ich weiß gar nicht, ob man dort, wow, darüber jumpen könnte. Ja. Ah, Blue Shell. Das hätte jetzt nicht sein müssen. So. Ich glaube, ich hatte auch einen ziemlichen Vorsprung, bis die Blue Shell jetzt gekommen ist. Wow. Fragezeichen noch geholt. Ich hoffe, es kommt nicht nochmal eine Blue Shell, irgendeine Rakete. Hey. Hey! Was ist das jetzt gewesen? Da kommt einfach einer mit der Rakete da noch. So. Wow! Das war ein geiles Rennen, oder? Also erste und zweite Runde lief richtig geil. Die dritte Runde war ein bisschen leicht chaotisch nach der Blue Shell, aber wir haben uns den ersten Platz geholt. Nice. Und damit kommen wir schon zum großen Finale. Huh. Letztes Rennen, Leute. Letztes Rennen. Ja. Da wird es auch ein bisschen... LOL, jetzt haben wir den Turbostart verpasst. Ja gut, jetzt kommt die Aufholaktion. Also ich bin gerade ein bisschen überrascht, wie gut ich in der letzten Strecke dort durch die Kurven gekommen bin. Das hat gut geklappt. Das hat sehr gut geklappt. Das hat sehr gut geklappt. So. Nice. Man muss halt natürlich hier bei 200 das System auch gut spielen können. So, dass man da nicht irgendwie in die, ja, so auf die Kanten der Strecke, der Straße da irgendwie immer kommt. Nein! Ich bin zu schnell gewesen, lol. Zu früh abgedrückt. Komm schon, komm schon. Das läuft jetzt eigentlich wahnsinnig gut. Das läuft sehr gut, das läuft... Da kann man auch irgendwo abkürzen, habe ich noch gesehen. Noch nicht jetzt, oder? Oder da hinten, hier. Wow. 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 Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, besser links bleiben. Ja. Wow. Hey, das macht jetzt richtig Spaß hier. Ja, ich weiß ja nicht... Das macht jetzt wiederum keinen Spaß. Hey, also es kommen schon mega viele Blue Shells irgendwie. So. Oh. So. Hey, Alter, was war das jetzt? Was hat er mir jetzt gemacht? Hallo, jetzt bin ich so gut dran gewesen. Das ist mein dritter Stern. Das ist mein dritter Stern. Das kann doch nicht sein. Ja, eine Bananensche. Ah, da vorne ist er ja. Oh. Und Blopper kommt auch noch. Das ist mies. Ja, aber richtig geil aufgeholt. Oh mein Gott, das erste Mal bei einer Welle, wo ich die drei Sterne geholt habe bei beiden Cups. Shit, ich bin schockiert. Das lief jetzt alles mega gut.
Also die erste Strecke, da hatte ich noch ein bisschen Schwierigkeiten. Da musste ich ein bisschen da noch reinkommen mit dieser Zusammenstellung. Ich stehe noch ein bisschen leicht unter Schock, wenn ich ehrlich bin. Auch hier irgendwie so, ich glaube, der Anfang so Turbostart verpasst, aber richtig gut aufgeholt und so irgendwie. Wow. Ich weiß nicht, wie euch die Rennen jetzt hier gefallen haben, hier mit dieser Zusammenstellung mit Kamek. Also das war doch Wahnsinn, oder nicht? Heftige, ja Bowser, ey. Ich bin eben gar nicht mit rausgekommen, wo der CPU ist und am Schluss noch ein Blopper, das ich noch gar nichts mehr gesehen habe. Das war noch heftig, ey. Ich bin schockiert. Ich hab noch nie in der Welle gleich direkt mit einem Versuch die 3 Sterne geholt. Das ist das erste Mal. Welle 5. Krass. Ja, ich denke, vielleicht, wenn ich mit dieser Kombination noch ein bisschen trainiere, dann läuft das nachher schon ein bisschen besser. Das ist geil. Hat Spaß gemacht. Wie hat es euch gefallen? Lasst es mich doch wissen. Smash doch noch einen Daumen nach oben auf das Video. Und wenn du hier neu bist und gerne Livestreams magst, schau doch mal vorbei. Weil da spiele ich gerne mit der Community immer zusammen. Und am Sonntag kommt ja auch noch ein Turnier. Wird sicherlich mega cool. Und Splatoon gibt es ja bei mir auch noch und andere Nintendo-Sachen. Wäre cool, wenn du dich dort einfach ein bisschen umschauen würdest. Das war's gewesen. Bis zum nächsten Mal und tschüss zusammen.